Tada! Folge 50! Herzlich willkommen! Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Kleines Zwischenjubiläum, während wir aber noch 100 Jahre vor uns haben, eine weite Zeit. Obwohl bei mir tendenziell die Folgen immer weniger Zeit umfassen. Hat auf eine Art auch Sinn. Ah, je größer das Reich, je mehr gleichzeitig passiert, je mehr Verwaltung gefordert ist und so weiter. Schauen wir mal. Was ich mich gerade gefragt hatte, zu Ende der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, über Armeetradition triggert ja, wie hoch die Würfelergebnisse sind. Wir sehen zwischen 5 und 13. Es müsste meines Wissens reichen. Grundproduktion, schön. Aber ich glaube, die Chance ist noch relativ gering, ne? Aber, was ist denn eigentlich mit unserem Anführer und unserem Herrscher, mit dem Shogun persönlich? Zwischen 5 und 14 und es ist... Ach, kein militärisches Genie. Boah, da haben wir aber schlecht gewürfelt, ne? 2,7 Punkte gerade mal. Das ist nicht mal ein 2-Sterne-General. Dann nehmen wir den doch lieber mal nicht. Kurz warten, bis die Moral da ist. Pause. Shit. Wollte ihn hier auflauern, aber wir sind noch nicht bereit. Glaube ich, dafür noch einen Monat warten. Wäre gutes Terrain gewesen. 2 vom gleichen Schlag. Den haben wir schon. Den Berater, das nehmen wir die Macht. Mal gucken, was uns diese Folge bringt. Die letzte war auf jeden Fall schon sehr vielversprechend. Hat Lust auf mehr gemacht. Vielleicht kommt doch noch goldene Zeiten. Einzige Dschungelprovinz sehe ich gerade. Herzlichen Glückwunsch. Da attackiere ich euch bestimmt nicht. Ayutthaya auch gleich Stresspotenzial. Können wir uns mal schon in die Richtung bewegen. Mhm. Aber ist die eine der näheren Revolte, dann ist aber wieder Ruhe hier drin. Hat auch gerade ein bisschen unsere Wirtschaft noch gepusht, die Ideen, die wir gewählt haben. Besserer Handel. Mehr Steuern auf jeden Fall. Endlich mal wieder eine Ideengruppe gewählt. Hier würde ich gerne noch hinkommen. Nationalbank. Gibt es dann ja ein super Event. Ich glaube, es triggert dann auch genau darüber, ne? Über die Wirtschaftsideen. Ich weiß immer nicht ganz genau, welche Events mit welchen Gruppen so jetzt generell zusammenhängen. Wenn wir auch da oben sehen, unsere Flotte wird langsam zusammengeschraubt. Ich habe in der Pause auch gerade mal einmal rüber geschaut. So 22, 23 können wir wieder Punkte und Gold und so einsacken. Bitte. Das interessiert mich eure Meinung. Und könnt ihr bitte mal weggehen aus dem Dschungel? Kann ich hier schon antanzen? Soll ich doch attackieren? Ha, jetzt auf einmal. Okay, dann schlagen wir sie da. Das passt mir ganz gut. Pegu, die Verräter. Wir haben ihnen die Freiheit geschenkt. Und wie zahlen sie es uns zurück? Jeder Krieg bringt jetzt natürlich auch ein bisschen Armeetradition, ne? Zu jeder Schlacht. Gar nicht so blöd. Das ist aber mal gut hier. Aber... Plus 0,8. Immerhin, immerhin. Ich noch eine Schlacht. Den Shogun. Da würde ich mir meine Funktion wünschen, dass man sie dann... Dass man das rückgängig machen kann. Klickt man sich doch irgendwann mal. Bei dem will ich auf gar keinen Fall kämpfen lassen. Wollte nur sehen, ob er eben hier der großartige Anführer sein kann, auch militärisch, den wir brauchen. Mittlerweile ist er wirklich lange an der Macht. Ich glaube, er ist im jüngsten Alter, 15, 16, auf den Thron gekommen, wenn ich mich nicht irre. Also fast 30 Jahre jetzt an der Regierung. Nicht mit den idealen Perks ausgestattet, aber immerhin ein inspirierender Anführer. Ich dachte, er wäre ein Militarist durch und durch.
Stufe 2 Handelseffizienz führt 50% weniger. Ja, der passt nämlich in den Slot hier rein. Und das ist für einen Fünfer, kann man das auf jeden Fall mitnehmen, finde ich. Wir brauchen einfach Punkte. Wie bekloppt. Auch befriedet. Wo stehen wir denn traditionstechnisch? 58. Zwischen 5 und 13. Ja, da muss doch noch mehr gehen, oder? Andererseits, ich würde so gern das jetzt triggern. Ich meine, das sind auch 50 Jahre. Wir haben nur noch 100 Jahre vor uns. Muss man ja auch sehen. Schwierig. Weil ich kann jetzt auch nicht irgendwie fünf Generäle rollen. In der Hoffnung, dass dann gut dabei rumkommt. Jetzt gehen wir gleich in die Tech. Ich habe keine Machtpunkte mehr dafür. Ich traue der Sache mal nicht, ob die wirklich den aktuellsten nehmen. Deshalb bediene ich sie lieber persönlich. Noch vier. Knappe 4000, na 3600 Karten. Sevi gegen Lang Chang. Lang Chang gegen Sevi in Malacca. Gehen sofort aus der Koalition raus. Feiglinge. Guck mal, ob wir über Ansprüche aufgebaut. Hier haben wir einen Anspruch, da haben wir einen Anspruch. Auf Lang Chang haben wir, glaube ich, noch keinen, ne? Können wir auch noch einen aufbauen. Haben wir auch auf alle Anrainer, die aber auch Tributstaaten sind, der Ming. Zumindest schon mal potenziell die Möglichkeit. Die Ming gewinnen noch nicht. Interessant. Hätten wir da doch reingehen müssen? Ist sogar die Ming gelandet, die Vidiana im Mingschen Kernland gelandet. Aber ein Krieg ist einfach nicht so vielversprechend, gerade für uns, richtig. Wir legen wieder alles still, volle Konzentration, voller Fokus auch auf die Wirtschaft gerade. Ich sag so, bis spätestens zum nächsten Majapahit-Japan-Krieg. Ich wirklich fit sein. Wir haben es jetzt geschafft, dass wir militärisch mehr oder weniger up-to-date sind. Da fehlen hier aber noch ein paar Ideen auf jeden Fall. Gerade die hier. Disziplin gesammelte Batterie. Dann als ersten Perk auf jeden Fall die verbesserte Artillerie-Reichweite. Dann würde ich demnächst auch die Truppe vielleicht ein bisschen sogar umbauen. Ich habe das Gefühl, wir könnten ein paar mehr Kanonen vertragen. Stand jetzt sind es ja zwei. Auf zwei Regimenter Infanterie kommt ein Regiment. Artillerie, ich glaube, so 20 und dann 16. Fände ich besser. Die einen gehen raus, die aus dem Mann kommen rein in die Koalition auch schon. Das passe ich dann an, sobald ich noch mehr Truppen aushebe. Dass dann die Überschüssigen quasi da rein gleich stecken kann. Ich wollte eine Artillerie bauen. Hier können wir mal einen Anspruch noch aufbauen gleich. Müsste doch gehen. Ach, wobei, das ist Englisch. Ne, können wir doch keinen Anspruch aufbauen. Schade. Beobachten das. Das sieht ja echt spannend aus, was... Frankreichs Meinung verbessert sich. Spannend, was Vidiana gab es ja hier fabriziert. Gucken wir gleich mal auch auf die Zahlen. Wie wäre es eigentlich mit Transoxianien? Zu weit weg. Trotzdem, da schicke ich gleich mal einen Diplomaten vorbei. Bisschen am Rumstöbern, im Überlegen, wo man noch Allianzen schmieden könnte. Oh, Böhmen jetzt drin, als Kaiser vermute ich. Bayern ist Kaiser, okay. Weil die waren auch dabei, ne? Ja. Und wie kommt Böhmen in die Nummer? Ah, okay, verbündet mit Bayern. Das macht durchaus Sinn. Portugal die Nummer da gewonnen. Ja.
Könnte man hier aber auch mal irgendwie Marokko tilgen, oder? Ist ja auch ein spannendes Spanien dann. Von Westafrika bis hoch in nach Guyana, Armagnac, Labor, bis hinein ins französische Herz eigentlich. Tja, und jetzt warten wir. Wir spielen jetzt in der Folge spielen wir so ein bisschen das Wartespiel. Ein neuer Kommandant, ein Armee-Professionalität. Stufe 2 plus 5% Disziplin. Wo kommen jetzt diese ganzen Anführer her? Ne, wir haben ja hier schon einen. Und zwar für 3 Punkte. Ich war leid bei dem. Die könnte man fast pushen. Aber nein, 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 nein. Erst so verlockend. Ich habe ja gesagt, in welcher Reihenfolge es laufen muss. Mir scheint, als würde. Ja, ich glaube, sie haben. Sie bezahlen es in der richtigen Reihenfolge ab. Wenn man es quasi da klickt. Also, ich glaube, da war vorher nicht noch ein Kredit, der auch 1. Juli 21 war oder sogar 1. Juni 21. Jetzt auch fast 60 Dukaten. Handel, Steuer, Produktion finde ich ganz interessant, dass das alles recht ähnlich ist. Sonst habe ich immer eine Geschichte, die deutlich stärker ist. Wenn wir alles zurückgezahlt haben, dann kommen wir auch auf. Ja, nochmal, doch mal deutlich mehr, weil dann 10 Zinsen nochmal wegfallen. Korruption sinkt auch nach wie vor. 4 ist auch echt. Oder 3,63 ist mittlerweile auch echt okay. Aber wenn ihr auch da mal überlegt, was wir quasi über die Zeit, weil wir ja fast von Anfang an so eine sehr hohe Korruption hatten. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das eigentlich fertiggebracht hatte. Irgendwie hätte ich das Gefühl, dass plötzlich waren irgendwie. Plötzlich waren da einfach 10 Korruption. Ich weiß nicht, wo der die kam. Und teilweise da ja bis zu 13, 14 hatten wir, glaube ich, in meinen zu Hochzeiten. Kleine Revolte hier wieder. Finde ich gut. Das stütze ich. Das werden wir, glaube ich, nicht fertig kriegen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt echt mal eine Aufholjagd auch im Start haben, ne? Jetzt mit den offenen Toren. Auch da hätte man viel schneller drauf gehen können. Klar, alles so Sachen. Quarantäne. Keine Influenza in meiner Stadt. Jawohl, wir haben die 60. Gucken wir mal ganz kurz, wo stehen wir denn wirtschaftlich mittlerweile? Wirtschaft. Einnahmenvergleich. Wer macht am meisten? Die Osmanen, selbstverständlich, mit ihrem riesen Imperium. England mit Handel noch und nöcher. Die sammeln wahrscheinlich im Ärmelkanal, kassieren halt den kompletten Amerika-Handel ab. Lass noch nicht weiterlaufen. Ming. Naja, die machen fast immer noch doppelt so viel wie wir. Aber Frankreich stecken wir zum Beispiel in die Tasche. Friesland? Okay, Handel. Alles klar. Aber Frankreich haben wir wirtschaftlich echt überflügelt. Spanien macht halt auch sehr viel durch den Handel. Wir müssten auch relativ viel durch Zölle noch kriegen, ne? 40. Naja, auch Frankreich viel durch Zölle. Da haben wir natürlich nichts. Weil wir einfach das verpennt haben. Ach, come on, konzentriert euch auf die Franzosen hier. Was soll denn der Scheiß? Dafür aktiviere ich jetzt die Armee nicht extra. Das lohnt sich nicht. Die Rechnung. Lass dich sie das sogar kurz besetzen. Finde es übrigens spannend, dass man zwar den Titel hier eingeblendet hat, dann aber mit dem Hinweis ist nicht möglich. Immerhin shintoistisch. Moral kann man machen. Und naja, jetzt haben wir just den Kredit verlängert, ne? Ich glaube, es fehlten dann noch ein, zwei Monate, um die Kohle zusammenzukriegen. Unsere Flotte wächst auch heran, das ist auch sehr schön. Legt die alle erstmal still. Keine Dukate wird jetzt hier gerade verschwendet. Bauen wir noch 3 Handelsschiffe, denn das sind so Sachen, die nerven mich nämlich auch. Wie die Pest, wenn ich hier so 32 sehe. Genauso wie das hier. Nichts, ja.
kotzt mich mehr an als diese eine Provinz da. Das hier ist auch schon ziemlich mies. Und was Frankreich hier zwischenzeitlich gemacht hatte, war auch mies. Von mir aus sollen sie, wenn sie irgendwie 3, 4 Provinzen halten. Das wäre total okay. Ja. Könnte jetzt sogar hingehen und Portugal sagen, hey, wollt ihr nicht die Provinz da haben? Aber dann gebt mir halt auch 5000 Gold dafür und nicht das. Das ist halt das Blöde. Sonst würde ich es sogar machen. So, Langchang. Das ist die Frage, wenn ich die jetzt hier flagge, ob sie auch gleich überhaupt noch zu Langchang gehören. Und auf Machapahi bauen wir eh fleißig auf. Können wir auch weiter aufbauen. Und dann wollten wir ja einen Diplomaten nach Transoxianien in die Ferne entsenden. Wäre ein netter Konterpol hier Richtung Ming und apropos Ming. Ja, sie haben zwar einen negativen Warscore, aber sie scheint es mir jetzt dann doch zu drehen, ne? Schauen wir gerade mal rein. Was geht da armeetechnisch? Die haben einfach die Wirtschaft, ne? Die powern sie dann einfach wirtschaftlich nieder. 300.000 Mann haben sie hochgezogen. Aber keine Reserve mehr. 100.000 Söldner. Das schwächt sie natürlich. Beschäftigt sie. Finde ich gut. Gefällt mir. Auch Russland wollte ich nochmal ein Auge drauf werfen. Sie sind halt auch zu weit weg, ne? Aber das wären so Kandidaten, die halt echt uns gut zu Gesicht stünden. Jetzt können wir mal da den zurückzahlen, um auch hier mal vernünftig wieder klarzukommen. Prestige hätte ich auch gern recht bald mal in einem positiven Bereich, fände ich schön. Tja, und jetzt das Warten geht weiter, ne? Sind jetzt alle fertig? Eins kommt noch. Achso, meine Fregatte. Überlegt, was hier noch für Schiffe kommen. Zusammenziehen. 35 dann an der Zahl. Im Main. Mittlerweile gibt's auch ja richtige Fregatten, ne? Könnte man upgraden. Können wir uns aber nicht leisten. Demnächst mal wieder ein Tech fällig, ne? Ja. Tech 25. Da warte ich vielleicht noch ein bisschen, weil es jetzt nicht unbedingt genommen werden muss von uns. Dass man so 10-15% hat. Oder im Zweifelsfall dann doch nochmal eine Idee mitnimmt. Aber hier gehen wir natürlich voll drauf. Effizienz ist immer gut. Kommt sogar die schweren Fregatten gleich. Kolonialwachstum. Tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, wie Nordamerika aussieht, aber ja, auf jeden Fall Unruhe. Habe ich es lange nicht erlebt, dass die Europäer so extrem, so engagiert kolonisiert haben. Dass sowohl England, Frankreich, Spanien, die Niederländer, Schotten und wer nicht noch alles, die alle sehr, sehr schnell und sehr intensiv waren. Afrika ist komplett durch. Südamerika, Prinzip auch. Naja, ist nur das Ödland. Nordamerika tippe ich jetzt einfach mal, was sehr so aussieht für uns. Kennen wir nicht mal. Aber dann auch jeder ostindische Raum, der immer sehr, sehr spät erst drankommt meistens. Finde ich super interessant. Auch nichts Gutes für uns, natürlich, unterm Strich. Infiltratoren aus Malakka. Waffenstillstand beendet. Khmer geht wieder in die Koalition, beziehungsweise geht in die Koalition. Interessant. Ist der Krieg vorbei? Nein, der geht noch weiter. Ist der hier vorbei? Nein. Okay, jetzt haben sie die Verteidigung gebrochen. Also ja, sah zwischendurch mal ganz geil aus. Wo sie immer noch einen negativen Warscore haben. Wahrscheinlich über Schlachten, aber ich glaube, sie überrollen sie jetzt einfach mit ihrer Wirtschaftsmacht. Aber war vielleicht auch so ein bisschen, also natürlich die Schuld daran, dass jetzt hier die Europäer so stark sind, die liegt in erster Linie mal bei uns, weil wir zu langsam kolonisiert haben. In zweiter Linie aber
muss man sagen, dann noch ein bisschen Pech on top gehabt vielleicht, dass sie eben wirklich sehr schnell waren und dass so viele Nationen so aktiv waren. Ich habe es oft erlebt, dass in Spanien zum Beispiel so unter Druck gesetzt wurde in Europa und kaum dazu kam. Gleiches gilt für Niederlande, Friesland, Schottland, die es einfach oft da nicht gibt, sodass nur Britannien zum Beispiel eigentlich effektiv unterwegs ist. Aber ist halt so. Akzeptieren wir es. Goldenes Zeitalter für Frankreich. Ja, da will ich nachziehen dann. Da müssen wir nachziehen. Im Krieg haben wir sonst nicht den Hauch einer Chance. Und noch ein fucking Darlehen. Das zahlen wir noch ab. Dann sind wir durch. Und dann kommt das goldene Zeitalter hoffentlich auch für uns recht bald. Denn ein Parlament wird es nicht geben. Den Untertan auf 250 boosten. Diesen Untertan? Anführerinstitutionen können wir nicht kontrollieren, die gibt es bei uns nicht mehr. Disziplin 125. Delhi nutzt die Situation aus. Knallhart. Jetzt haben wir noch einen Anführer verloren, ne? Disziplin plus 10. Wie viel Disziplin haben wir? 110, shit. Also, ja, wir nehmen es auf jeden Fall. Geiles Event. Einstabilität, inspirierende Anführer bis 1730. Sauber. Gut, gut, gut. Wir haben 120 Disziplin. Wir haben richtig viel Moral eigentlich. Ich bin 4 Ideen entfernt. Oder in anderen Worten 800 Punkte. Hier die Disziplin. Hier gibt es ja keine, glaube ich. Schade. Wenn ich hier voll reinhalten würde, dann könnten wir da auf 125 kommen. Aber das müsste bis 30 war es, glaube ich, ne? Lief das Event. Das ist neben dem Moral-Event natürlich mit das Beste, was dir militärisch passieren kann. 10 Disziplinen. Das muss man eigentlich nutzen, ne? Fuck. Und ich hänge hier fest, gerade in Friedenszeiten, gewissermaßen. Weil jetzt so ein Krieg starten, wenn jetzt Ming Vidyanagar angegriffen hätte, dann wäre ich, glaube ich, jetzt schon eher bereit. Wir sind immer noch nicht perfekt. Wir sind immer noch nicht da, wo wir hinwollen. Gerade was die Flotte angeht. Aber wir sind nah dran, ne? Könnten jetzt aufrüsten nochmal. Immer, haben wir das immer im Hinterkopf. Ah, Kernprovinzen, die wir jetzt verlieren. Das ist auch unglücklich, natürlich. Wieder ein ziemlicher Prestige-Hit. Königlicher Einfluss. Durch die Vermählung von Nubu dem Ersten und seiner Gattin Tribhuvana erlebt das Volk von Japan eine zunehmende Vorliebe für majestätische Dinge. Nein, majapatische Dinge, okay. Was, wir haben jemanden aus dem Hause Majapahit geheiratet? So weit kommt's noch. Lokal ein bisschen nahe, das ist ja nur so Lokal-Events, das ist ja geschenkt. Ziehen die Flotte mal zusammen. Ah, ich erinnere mich dran. Ich kann mal jetzt, glaube ich, wieder Sachen abgreifen. Zum Beispiel die 100 Punkte hier. Wobei, dann sacken wir da ganz schön runter, ne? Könnten das verteilen. Machen einen Deal. Ich krieg die 100 Punkte und ihr kriegt dafür Dukaten. Guckt euch an, das oder Hilfe des Klerus. Bisschen Prestige, bisschen Legitimität. Macht's auch. Ich will sie positiv halten. Und den Beitrag nehmen wir auf jeden Fall mit. Bringt sie ganz knapp mal unter 40, aber das ist okay. Und auch die Militärhilfe bringt sie auf 30. Und dann aber für 5 Prestige. Zack. Zack. Und das hat bedeutet umgekehrt auch, wir können unseren letzten Kredit bezahlen. Wir sind schuldenfrei, Leute. In der 50. Folge. Wunderbar. Jetzt werden wir investieren. Ich habe gesagt, ich will einen Schwung nochmal in die Wirtschaft ballern. So 2.000, 3.000 Gold und dann aber voll ins Militär.
Und dann zeigen wir mal, was die Franzosen können. Und zwar können sie, oh ja, Werkstätten. Nicht mal mehr ein Rival, okay. Brauchen wir da erstmal einen ganzen Schwung von. Alles hier so für 0,1 bringt schon was. Woll, Fähigkeit kann gekauft werden. Verbesserte Artilleriereichweite. Bam! Okay, es geht voran, Leute, es geht voran. Der Krieg währt noch, aber jetzt, jetzt ist Vienna gar gegen die ihre Chance sahen. Da kommen wir natürlich unmöglich in ein Bündnis, es sei denn, sie wären uns jetzt irgendwie besonders positiv eingestellt gegenüber. Aber das kann ja alles noch werden. Wir sind auf dem Weg. 57 Dukaten. Jährlich, das ist okay. Wir ballern richtig in die Berater jetzt auch rein. Machtpunkte kommen ohne Ende zusammen. Könnten... Ach, immer noch gar nicht fördern. Da fehlen uns tatsächlich immer noch ein paar Unis, ne? Vielleicht kann ich... Okay, ich habe kein Geld dafür. Das wird jetzt langsam, wird es nämlich wieder signifikant. 25%. Ist schon nicht ohne. Wie sieht's sonst aus? Wie sieht's bei den Ming aus? Die sind aber auch weit davon entfernt, aufgeklärt zu sein. Frankreich auch? Nur in Teilen. So Zentraleuropa. So, da geht's eigentlich noch. Von den Großmächten hat's noch keiner gefördert. Lustig. Schön, schön. Tempel, lohnt sich die noch? Weniger. Weil hier die Werkstatt war schon gut. Haben wir alle Tempel und alle Werkstätten gebaut, die so richtig was abgreifen. Ballern wir noch ein bisschen rein. Dass das uns so wirklich über die nächsten Jahre trägt. Und danach Flotte. Danach müssen wir wirklich eine Flotte bauen, die wirklich hier auf Augenhöhe ist. Langchang. Das war's für Langchang. Sogar geteilt worden. Ich guck immer, ob hier irgendwas Überraschendes passiert, aber ist nicht so. Nicht so aus. Überraschend im Sinne von, dass sie kein Tributstaat mehr wären. Das würde uns natürlich einiges bedeuten. Ja, Pegut, ist ja wohl euer Problem. Da kommen wir nicht weiter, aber ist kein Problem. Könnten ein, zwei Unis gebrauchen, jetzt aber auch natürlich hier auch große Tempel wären natürlich auch mal eine Maßgabe. Die ein oder andere Manufaktur könnte man sogar noch reinknallen. Wir müssen auch mal Festungen ausbauen. Hier ist auch unendlich Kyoto. Pff, unendlich Potenzial. Börsen haben wir auch überhaupt noch nicht gebaut, auch da handelstechnisch. Es gibt so viel, also wir bräuchten so 10.000, 20.000 Gold. Um, glaube ich, die Wirtschaft richtig zu pushen. Aber kommt ja jetzt rein. Kommt ja jetzt rein. Ein paar tausend Gold noch in die Wirtschaft geballert, dann in die Flotte und dann in die Armee. In der Reihenfolge. Khmer holt jetzt auch noch ihren Teil. Ja, und wir sitzen hier so ein bisschen fest. Ui, wir sitzen nicht mehr so fest. Ich sehe nämlich gerade das Schottland. Schottland ist alleine. Bauen wir sofort ein Netzwerk auf. Die waren ja die meiste Zeit mit Frankreich verbündet, ne? Aber das wäre jetzt ideal für uns. Also da ist nicht viel zu holen. Es sei denn, wir machen einen richtig weiten Weg nach Schottland. Überlebt unsere Flotte das? Könnte sie, oder? Haben wir schon... Ich bin nicht ganz sicher, gab's schon, war schon die Geschichte, dass wir keine Zermürbung mehr erleiden? Und einen Weg, das zu testen. Lass ihn mal ein bisschen hochkommen. Ich muss mal gerade was testen, wie weit ich käme. Wenn ich schon Krieg gegen Schottland führe, dann müsste ich ihn eigentlich richtig führen.
Dann müsste ich den Krieg wirklich. Unruh global minus 2. Braucht's nicht unbedingt. Also wäre nett, aber nichts, was wir nicht niederwerfen können. Und ist auch nur für bis zum Tod. Ja. Legitimität. Haben wir auch nicht so viel. Dann müssen wir wirklich einfach hier rüber segeln mit 40.000 Mann. Wir haben ja, dafür haben wir die Flotte. Oh ja, oh ja. Nächste Folge, Krieg gegen Schottland. Ich teste nur noch dann gleich mal, wie die Zermürbung so ausfällt. Aber da geht was. Da geht was, Leute. Da ist noch richtig viel drin in diesem Let's Play. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Tschüss.